Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe mal wieder meinen Müll für euch. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie beginnt man sowas, Leute? Das ist schwierig, ne? Ich liebe aufgebraucht Videos, denn das sind die ehrlichsten Reviews, die man bekommen kann. Denn der Mensch, der dieses Produkt in die Kamera zeigt, hat dieses Produkt wirklich von Anfang bis Ende verwendet oder, wenn es gar nicht funktioniert hat, aussortiert. So, und deswegen feiere ich das und mache auch selber immer wieder gerne dieses aufgebraucht Video, auch wenn es bedeutet, dass ich ziemlich viel am Stück reden werde und ziemlich viel zu schneiden habe, es sei denn, ich schaffe es, eine Uncut-Version zu machen. Mal gucken. Ich habe über einen Monat ungefähr wieder gesammelt und es wird auch was zu gewinnen geben und das kommt im Laufe des Videos, das werde ich dir dann zwischenzeitlich einfach mal einblenden und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung dann teilzunehmen, das steht in der Infobox und was es zu gewinnen gibt, das wirst du dann sehen. Wir fangen einfach mal an mit Kosmetiktücherboxen. Da habe ich zwei Stück tatsächlich leer gemacht. Einmal, weil es die anderen nicht gab, habe ich eine nicht recycelte Geschichte und einmal die recycelte Geschichte. Ich persönlich präferiere die recycelten, weil die sind von der Qualität her das Gleiche. Ob ich jetzt die hole oder die, macht den Braten nicht fett. Die geben mir aber einfach ein besseres Gefühl. Das Printing da drauf ist ganz nice, ne? Wird immer bei mir verwendet, wenn ich so Verlosungskarten verschicke, dass ich das dann ausschneide und verwende. Ähnlich würde es halt auch bei diesem hier sein. Es ist dann halt einfach wiederverwendbar und wir haben die halt vornehmlich bei uns stehen am Esstisch. Genau, dass man da halt sich einfach mal die Schnute vorher abputzen kann oder keine Ahnung, wenn was daneben geht, wenn man sich das Gesicht voll schlabbert. Auch mit über 30 passiert das einfach mal, gerade mir. So, dann habe ich Slip-Einlagen leer gemacht. Das sind diese hier. Ein schönes Design. Das war jetzt von Facel. Das ist von Rossmann gewesen. Mochte ich ganz gerne. Haben mir gut gefallen. Ob ich jetzt die von Facel nehme oder von Yessa, also quasi von der DM-Eigenmarke, ist relativ schnuppe. Ich brauche sie, ich verwende sie, ich kaufe sie immer wieder nach und auch da, ne, schöne Verpackung. Könnte man theoretisch das hier einfach als Karte verwenden, was ich auch tun werde. Und deswegen, der Rest kommt dann halt weg. Ist halt für Slip und String und ich brauche sie halt einfach immer wieder. Dann habe ich leer gemacht, das hatte ich von der lieben Karin geschenkt bekommen, von Isana, die Cremedusche Rose Dream mit zauberhaftem Rosenduft. Das hat ganz gut gerochen, muss ich wirklich sagen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Von der Pflegewirkung her war das halt nicht so ultimativ, aber ich creme mich eh jedes Mal nach dem Duschen ein, deswegen ist es nicht so schlimm. Genau, und das hier hat einfach gut gerochen. Inspiriert zum Träumen, das kann ich voll unterschreiben. Das war einfach toll. Ich mochte den Duft sehr gerne. Es war super floral und floral ist einfach voll meine Duftrichtung. Deswegen, ne? Gute Geschichte. Vielen Dank, Karin. Das war toll. Dann habe ich leer gemacht, beziehungsweise ja, aus seiner Verpackung rausgenommen und jetzt in alltäglicher Verwendung, beziehungsweise wenn es dann einfach oben ist bei meinen Abschminkpads. Von der Höhle der Löwen, genau. Die Waschis, Abschmink und Waschpads. Das ist die White Edition gewesen. Ich mag die ganz gerne. Ich verwende ultra gerne die Waschis, weil die einfach auch von der Größe her super sind. Das ist einfach wie so ein weiterentwickelter Waschlappen, sage ich immer zu diesen Produkten. Und ich glaube, daher haben die auch ihren Namen. Damit kannst du zum einen dein Make-up runternehmen, ohne ein zusätzliches Produkt zu verwenden. Aber mit der Zeit wirst du einfach die Produkte höchstwahrscheinlich auch in die Waschmaschine schmeißen, um dort und dort dann halt auch mal Weichspüler verwenden. Das mache ich nicht immer, weil ich auch meinen Waschball habe. Aber ja, ich mache es dann doch gerade bei 60 Grad Wäsche ganz gerne. Vor allem, wenn da ja noch so Make-up-Reste und sowas dran sind. Natürlich wasche ich das vorher mit der Hand aus, aber ich möchte den ja wieder richtig sauber haben und dann mache ich da schon noch Weichspüler mit rein. Ja, und dann verlieren die halt irgendwann ihre ultra fluffige Oberfläche, die die nun mal haben, weil die bei mir dann auch noch in den Trockner reinkommen. Ne? Ist mir so und deswegen. Aber ich finde die klasse und dann mit der Zeit verwende ich die halt nicht mehr nur noch mit Wasser, sondern halt auch mit Abschminkprodukt. So, dann habe ich, die dürfte gleich noch ein paar Mal öfter kommen, von Neutrogena die Hydro Boost Maske verwendet. Das ist diese hier, die hatte ich jetzt von der lieben Jule geschenkt bekommen. Das sind einfach meine Lieblingsmasken, weil ich die einfach zuverlässig finde. Die versorgen meine Haut mit ordentlich Feuchtigkeit, die sitzen bei mir klasse. Ich mache das einfach nach dem Duschen, dass ich mir einfach ein bisschen Toner ins Gesicht gebe, mir dann einen Haarturban reinmache und dann einfach, ja, mir die Maske drauf mache und während die Maske drauf ist, kann ich meinen Körper eincremen und so weiter, mich in Ruhe anziehen und dann kann ich die halt irgendwann runternehmen und danach ist mein Gesicht echt gut mit Feuchtigkeit versorgt. Das ist jetzt nicht so mega krasser Feuchtigkeitskick, den man damit bekommt, aber es ist halt für mich
passend. Also, ne? So ist das halt. Das ist nicht, dass dein Gesicht danach mega nass aussieht oder so. Ich weiß nicht. Aber für mich ist es halt genau passend. Deswegen verwende ich die auch super gerne. Und da habe ich auch ein paar von verwendet. Da kommen gleich noch welche von. Ein Parfum habe ich leer gemacht und das fand ich super schön von Michalski Berlin, das Summer. Das habe ich mal von der lieben Jana, White Swan Beauty, in einem Tauschpaket gehabt. Ich glaube sogar, dass das in unserem ersten Tauschpaket oder das zweite drin war, das weiß ich nicht. Ein schöner Duft, zart floral, und er war nicht ultra langanhaltend, aber er hat mir so, wenn ich das morgens um 7 drauf gemacht habe, hat er mir gehalten, ja, schon so bis mittags, also bis um 1 Uhr ungefähr, habe ich den auf jeden Fall für mich wahrgenommen. Aber es war nicht so, als wäre das ein Duft gewesen, du betrittst den Raum und alle riechen dich. Also das ist halt ein sehr zurückhaltender Duft, aber ich fand den halt sehr angenehm, weil ich mich damit einfach auch gut gefühlt habe. Deswegen habe ich mich gefreut, den zu verwenden, aber nun ist er nun mal leider leer. Dann habe ich eine Zahnpasta leer gemacht, die ich einfach zeigen möchte. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, Zahnpasta in die Kamera zu zeigen. Aber wenn ich hier eine habe, wo ich was zu sagen möchte, dann mache ich das einfach. Da habe ich hier von Elmex die Sensitive Professional Repair and Prevent. Die finde ich großartig. Ich habe die von meiner Zahnfee des Vertrauens mitgegeben bekommen, als ich beim Zahnarzt war. Und die kann ich einfach jedem empfehlen, der sensible Zähne hat. Ich habe sehr empfindliche Zahnhälse zum Beispiel oder etwas freiliegende Zahnhälse. Und ja, da kann ich die einfach super gut empfehlen, weil die nicht nur die Zähne sauber macht, sondern auch wirklich irgendwie dieses Sensitive Protection Feeling bla 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 gibt. Dann habe ich leer gemacht die Damask Rose Pure Essence Mask Sheet von Holika Holika. Die habe ich von der lieben Ela zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Ich habe mir hierzu aufgeschrieben, nass, dünn, aber nicht ganz passend. Toller Duft, tolle Wirkung. Genau, also die war halt ein bisschen zu klein für mein Gesicht. Ich habe ja wirklich ein Riesengesicht. Ich habe ja eine richtige Rübe, was ich nicht schlimm finde. Das ist einfach mein Gesicht. Ich mag mein Gesicht. Und das ist in Ordnung, ne? Und ja, hat mir gut gefallen. Die hat mir Feuchtigkeit gespendet. Ich mag Rose total gerne. Das war aber eher so ein Duft nach Pfingstrose und weniger nach so einer klassischen roten Rose. Wir haben ja auch ganz viele Rosen im Garten, deswegen, ne, kann ich das ganz gut vergleichen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du auch mal Rosenbilder sehen willst. Denn da poste ich sowas ganz gerne. Auch mal Bilder aus dem Garten und so. Und ja, ich heiße Aido IP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Das ist ein komischer Name, aber es ist mein Instagram-Name. Ja. Ja, hat gut getan. Fand ich klasse. Vielen Dank, Leda. Ja, dann hat sich hier eine Mr. Fred-Familie angekündigt, beziehungsweise sie war da, sie blieb. Es ist hormonell bedingt gewesen, wir können es nicht ändern. Da musste etwas krasser Kram drauf. Und da habe ich von Luvos Heilerde die Anti-Pickel-Maske verwendet. Und das ist einfach so ein All-Time-Favorite. Ne? Das ist so viele, die empfehlen. Und ich kann es nur unterschreiben. Entfernt Pickel und Mitesser. Also es war jetzt nicht so, du machst sie drauf und danach hast du es nicht mehr. Ne? Das nur nicht. Was diese Maske macht, ist, dass sie deine Haut austrocknet. Und dass sie die Entzündung hemmt. Weil ich glaube, dass da auch irgendwas mit Zink oder sowas mit drin ist. Und das ist ja eigentlich immer dafür ganz gut. Und ja. Hat auf jeden Fall gut getan, muss ich sagen. Die kaufe ich mir auch gerne wieder. Die hatte ich jetzt auch irgendwo in der Maske, in der Box mit drin. Deswegen, ja. Dann habe ich ein Serum leer gemacht. Und zwar habe ich das von Yestyle zugeschickt bekommen. Das Pure Heals Centella 90 Ampoule. Da habe ich euch auch schon mal ein Video zu abgedreht, zu meiner oder zu den Pflegeprodukten von Yestyle. Genau, kann ich euch auch mal hier oben verlinken. Das war ein schönes Serum. Das hat mir wirklich gut getan, weil das sehr sanft zur Haut war. Und ich finde, also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass mein Hautbild dadurch so ein bisschen verschönert wurde. Also ich habe mich damit echt gut gefühlt. Das ist halt mit einer Pipette und das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich denke, dass ich die Verpackung aufbewahren werde und die an die liebe Mrs. Rosa Roth, an die Vanessa geben werde, weil die ja in ihrer Hexenküche das ein oder andere Produkt selber herstellt. Und sie sagte mir, wenn solche Pipettenflaschen, dann müssen die auf jeden Fall so dunkel sein, dass da halt nicht das Licht reinkommt. Und das ist sie. Das ist eine gute Geschichte. Und ja, genau. Deswegen, das wird nicht in den Müll kommen. Produkt hat mir richtig gut gefallen, hat sehr natürlich gerochen und hat meine Haut gepflegt. Also da hatte ich ein gutes Gefühl von. Ich glaube, ich mache so ungefähr ein Serum, also 30 ml Serum würde ich schon sagen, pro Monat leer ungefähr ist es bei mir. Ne? Dann haben wir hier von Domol die feuchten Allzwecktücher leer gemacht in der Geruchsrichtung Apfel. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall demnächst mal wieder neue. Ich verwende die gerne hier auf meinem Schminktisch. Ne? Da kann ich einfach mal schnell, nachdem ich mich geschminkt habe und alles einfach aussieht wie Sau, kurz mit dem Tuch drüber gehen und mit meinem Handtuch hier eben nachwischen und dann passt das schon. Ja, ansonsten haben wir die auch einfach in der Küche, wenn da mal eben was daneben geht, dass man da einfach kurz schnell mal drüber gehen kann. Und ich finde das einfach
es erleichtert das eine oder andere einfach im Leben, wenn man so kleine Alltagshelfer mit dabei hat. Natürlich ist es nicht unbedingt umweltfreundlich, aber manchmal muss man sich selber entlasten. Ja, ich denke viel an die Umwelt, sagte sie in einem aufgebrauchten Video, wo sie eine Riesentonne mit Müll neben sich stehen hatte. Trotzdem, ich denke viel an die Umwelt. Man sieht es auch an unserem Garten. Ich lebe an sich sehr, sehr grün, sehr müllvermeidend und sehr nachhaltig. Das Einzige, wo ich mir einfach mal gönne und mich austobe, ist halt im Bereich Beauty. Das ist hier einfach, ne? Da ist es nun mal so. Ich versuche in manchen Dingen auch umzustellen, das werdet ihr hier auch noch drin sehen. Zum Beispiel was Shampoo angeht, dass ich auch, oder was Seife angeht, dass ich auch auf feste Produkte versuche umzusteigen. Aber manchmal darf man halt auch einfach mal ein bisschen faul sein, finde ich. Gut, dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht. Da werdet ihr noch intensiver was drüber hören oder habt es schon gesehen in meinem Dalton-Testvideo. Das ist von Dalton, das Hyaluronic Urea Hydro Boost, die Emulsion. Genau, das war meine Tagespflege. Was ich hier tatsächlich vermisst habe, war der Lichtschutzfaktor. Den musste ich mir noch on top geben. Dann, ja, ansonsten von der Konsistenz war das gut, von der Pflegewirkung war das gut, war aber nicht überragend. Ich bin da einfach ehrlich und ja, möchte das auch einfach weiterhin bleiben, auch wenn ich eine Kooperation mit der Marke habe. Das finde ich einfach super wichtig. Und deswegen, ne, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, rennt alle in den Laden und kauft euch das. Es ist ein gutes Produkt gewesen, ja, definitiv. Ich hatte keine Hautirritation oder sonst was dadurch, aber mein Leben hat sich dadurch einfach auch nicht verändert. Dann habe ich ein Gesichtspeeling leer gemacht und zwar von Zukin Super Greens, das Detoxifying Facial Scrub mit 20 Millilitern war das hier drin und das hatte ich auch in einer Box mit drin. War das die Goodiebox? Ich weiß es nicht. Draußen rennen Kinder rum. Solltet ihr Kindergeschrei hören? Es sind nicht meine, ich habe keine. Genau. Und das fand ich ganz toll. Das war parabenfrei. Das hat sehr, sehr leichte, dezente Peelingkörner. Ist auch angenehm in der Anwendung, weil du dir nicht, du hast nicht das Gefühl, als würdest du dein Gesicht runterschrubben. Das ist einfach so, weil es ist ein mechanisches Peeling. Bei mechanischen Peelings muss man immer aufpassen. Ja, das Video wird nicht viel geschnitten, deswegen müsst ihr damit klarkommen, dass ich hier auch mal hin und her rolle. Genau. Genau. Ja, mechanisches Peeling, genau. Das muss man halt bedenken. Ich mag einfach nicht gerne chemische Peelings, ne? Deswegen, aber mechanische Peelings mag ich richtig gerne, weil ich einfach das Gefühl habe, während ich mich peele und auch danach, dass ich eben was getan habe. So ist es normal. Ja, das ist für normale bis trockene Hauttypen gewesen. Ich habe trockene Haut, es hat gut funktioniert. Dann habe ich etwas einfach verwendet und zwar von Rhinex Insektenstopp Fliegenfensterstreifen. Wir wohnen sehr, sehr ländlich, dementsprechend haben wir sehr, sehr viele Fliegen. Ne? Das ist bei uns einfach in jedem Fenster. Und hier sind 12 Streifen drin und ich brauche mehr als 12 Streifen für unser komplettes Haus bzw. für unsere Wohnung. Oben mache ich noch nicht mal. Und hier haben wir mehr als 12 Fenster, das ist echt Wahnsinn. Also wir haben halt ein großes Haus, das ist nun mal so und dann braucht man einfach ein paar mehr davon. Das nächste habe ich schon angebrochen und ja, normalerweise 6 Monate halten die Dinger, glaube ich, aber wir putzen ja zwischenzeitlich die Fenster und dann musst du die halt auch erneuern, ne? Genau, mein Freund putzt die Fenster. Ich habe ein Glück im Leben, ihr ahnt es nicht. Aber gut, dann habe ich eine weitere Gesichtsmaske aufgebraucht und die habe ich vom lieben Jan bekommen. Das Video von Party Light kann ich euch hier oben mal in der Infokarte verlinken. Da habe ich übrigens auch diese Kerze aus dem Hintergrund her. Die da. Wundervoll. Vielen Dank, lieber Jan. Und er hat mir ein paar Beauty-Produkte mit reingelegt. Das ist die Pino Natural Spa Therapy Natural Cosmetics Moisturizing Facial Mask mit Panthenol Sensitive and Regenerating. Ja. Was ich hier sehr, sehr positiv fand, sie hat sehr große Augen gehabt. Ansonsten gehe ich sehr oft mit der Nagelschere oder so an den Augenpartien entlang, um sie zu öffnen. Weil ich brauche es einfach nicht haben, dass ich eine Maske habe, die bis hier geht. Da raste ich aus. Genau, das war ein relativ dickes Vlies, aber es war halt mega durchtränkt. Ne? Also das hat gut gesessen. Jetzt nicht mega an die Haut geschmiegt. Das war schon ein bisschen faltig, aber es hat halt sehr gut getan. Ich habe drauf geschrieben, das riecht wie ein süßer, reifer Granatapfel. Sehr angenehm. Weil ich ansonsten immer etwas Probleme habe mit diesen säuerlichen Geschichten, sei es Granatapfel oder Zitrus oder sonst irgendwas, ne? Da mag ich nicht so gerne und da reagiert meine Haut auch drauf. Die hat richtig gut getan, viel Serum und Feuchtigkeit spendend, top. Dankeschön. Da habe ich auch noch eine von.
dann habe ich hier eine Handcreme leer gemacht von De Lilou mit Paranuss. Die hatte ich am Bett stehen und die fand ich super. Die war so geil reichhaltig, fand ich echt klasse. Hat mir irre gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Ob ich die, habe ich das aus der Birchbox oder so? Ich weiß es nicht. Die hat einen Duft gehabt, der war gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also Paranuss ist, glaube ich, nicht so mein präferierter Nussduft. Aber die war gut. Die war einfach reichhaltig und es hat mir gut gefallen. Dann habe ich etwas von Dalton leer gemacht und zwar Sensitive Care Derma Balance Cream Medium. Genau, das war meine Nachtcreme, die ich verwendet habe. Da hatte ich einmal diese Variante und die Rich Variante. Beide müsste ich hier tatsächlich drin haben. Das heißt, da versteckt sich noch irgendwo die Rich Variante drin. Die Medium war auch tatsächlich für mich nicht reichhaltig genug. Nicht ausreichend reichhaltig. Also die Rich Cream war da schon besser. Genau, die habe ich aber immer versucht im Wechsel zu nehmen, weil ich ja auch beide verwenden wollte. Und als da meine Tagescreme leer war, habe ich die hier dann auch verwendet als Tagescreme. Ja, also gleiches Ergebnis tatsächlich auch wie bei der Urea, ne? Also gutes Produkt, hat mir gut gefallen, hat meine Haut auch gut gepflegt, hat sie aber jetzt nicht exorbitant krass verändert, leider. Ja, ne? Du. Ist man so. Ich habe hier unten meine Unreinheiten, die da einfach immer mal wieder hormonell bedingt ausrasten. Da kannst du eigentlich auch nichts gegen nehmen. Da kannst du keine Creme gegen nehmen oder sonst irgendwas verwenden. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es gar nicht möglich. Und mein Hautbild an sich ist ja sowieso in Ordnung. Also da habe ich ja eigentlich eh keine Probleme mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nach der Dalton-Testreihe, die ich ja über einen Monat, über zwei Monate getestet habe, dass ich sage, meine Haut hat sich jetzt exorbitant krass gut verändert. Eigentlich gar nicht, ne? Naja, dann habe ich noch von Karin die Neutrogena-Maske geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Auch die war klasse. Vor allem mega empfehlenswert, wenn ihr, wenn es so heiß draußen ist, wie es aktuell ist, legt ihr die Dinger, diese Hydrogelmasken oder auch allgemein Tuchmasken, einfach in den Kühlschrank und dann macht ihr die drauf, wenn du gerade so einen mega heißen, gedünsten, krassen Heiß hast. Wenn dir einfach mega warm ist. Wenn du zum Beispiel aus dem Garten kommst, dich abgeduscht hast und dann chillen willst. Maske drauf, läuft. Ne? Mega, mega gut. Irgendwie eskaliert da. Läuft. Dann habe ich in unserem Duftspender von Airwick den Duft drin gehabt. Ätherische Öle, Cotton and weißer Flieder. Jo, ist bei uns im Badezimmer. Ich lieb's. Ich habe da jetzt, deswegen ist auch ein rosaner Deckel drauf, aber der passt da einfach drauf, das von Action drauf reingemacht, was übrigens passt. Also die Action-Verkäuferin, die mich verfolgt hat, ich verlinke euch, wenn ich noch genug Infokarten frei habe, hier oben in der Infobox, Infobox immer noch nicht, in der Infokarte, den Action-Haul, genau. Ja, es hat wirklich gepasst und der sprüht, ne, nur mal so. Gut, 70 Tage Duft, bis zu 70 Tage Duft, ne, du stellst ja selber ein, wie intensiv und wie häufig gesprüht werden muss. Wir haben das meistens auf Stufe 2 stehen. Ich weiß nicht, wie häufig der dann sprüht, ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das sehr, sehr gut gerochen und das ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte, die ich da reinmache. Jo, vielleicht kaufe ich mir dann noch welche von nach. Ich habe da noch einen von, weil ich den im Zweierpack gekauft habe. Mega angenehm frischer, frisch gewaschener Wäscheduft. Ich hätte mir was zu trinken mit hier nehmen sollen. Gut, von Fußful habe ich die Fußbutter für sehr trockene Haut mit Shea-Butter und Avocadoöl von Rossmann leer gemacht. Das ist diese hier. Ich glaube, die habe ich von Marion bekommen. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich nichts draufgeschrieben habe. Ich Vogel. Auf jeden Fall war das ein tolles Produkt, was ich ratzeputz leer gemacht habe. Also es roch mega angenehm, super reichhaltig, roch nicht nach Fuß. Creme, sag ich mal, weil Fußcremes riechen manchmal echt furchtbar und es hat gut getan. Ich habe mir da immer großzügig was nach dem Duschen auf meine Füße gegeben und dann schön Baumwollsocken drüber und dann, ne, einwirken lassen und irgendwann später, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich die Baumwollsocken ausgezogen. Oh, moin. Es tat echt gut. Muss ich wirklich sagen, kann ich mega empfehlen. Ich habe wirklich Probleme mit trockener Haut allgemein und auch meine Füße sind echt nichts, was man so großartig schön zeigen kann, auch wenn ich schon diverse Hornhautentfernungsmasken-Videos gedreht habe. Ich finde, ich habe keine schönen Füße und ja, ne, das ist einfach etwas, was mir hilft, dass ich meine Füße vielleicht doch etwas ansehnlicher finde. Ja. Und Leute, wir laufen die ganze Zeit auf ihnen rum. Wir sollen ihnen auch mal was Gutes tun. So, dann habe ich leer gemacht von Dalton. Face Care Oxy Infusion Oxygen Bubble Mask. So, zweiter Versuch. Ich habe sie in meinem letzten Aufgebraucht-Video auch schon gezeigt und habe gesagt, dass ich danach eine Orangenhaut bekommen habe. Jetzt habe ich die halt nochmal verwendet und es hat sich unmittelbar danach nichts getan. Aus.
außer dass halt meine Haut gepflegt war, ne? Also ich habe hier drauf geschrieben, zweiter Versuch, keine Orangenhaut. Ansonsten war es halt echt eine pflegende Geschichte. Meine Haut sah schön danach aus. Eine Woche später habe ich hier diese Familie bekommen, was aber daran liegt, dass ich meine Periode bekommen habe, ne? Also, oder dass die sich angekündigt habe. Also, seitdem ich meine Pille abgesetzt habe, ist es nun mal so, dass schon ungefähr eine Woche, bevor ich meine Tage kriege, also quasi in der Zeit, wo ich meinen Eisprung ja auch habe, meine Haut ausrastet. So, da können solche Masken nichts für. Das ist einfach hormonell bedingt, ne? Das hängt nicht mit den Produkten zusammen, sondern einfach mit meinem Körper. So, ist mir so. Komme ich mit klar? Jo. Draußen rasten die echt aus, die Leute, ne? Es tut mir mega leid, aber ich schneide es nicht raus, ne? Ja, genau. Die war dann doch gut. Ja. Wir waren eben schon bei den Haarturban-Viechern von Brushworks. Habe ich die gekauft im Action. Nein, Quatsch, im Action. Im TK Maxx. Wenn ihr noch eine Infokarte frei habt, dann verlinke ich dir das auch hier oben. Ich war nämlich mit meiner Mama shoppen. Und da habe ich mir die Dinger geholt. So, ich hatte ja schon eine mal in einer Box mit drin gehabt und die gefallen mir so ultra gut, diese Haarturbane, dass ich mir gedacht habe, boah geil, das holst du dir auch von Brushworks. War im Angebot für 6,99, nimmst du mit. Problem, ich habe ein bisschen lange Haare, ne? Die hier, das war so ein Zweierpack, sind ein bisschen zu klein für meinen Haarkram inklusive meiner Riesenrübe. Aber es funktioniert einigermaßen. Also es ist nicht so schön und komfortabel wie mit dem anderen, was mal in der Goodiebox drin war. Aber es ist okay. Ich kriege damit auf jeden Fall dorthin, was ich haben will. Also ich kriege das runtergeknöpft und fertig. Aber es ist jetzt nicht so geil wie das andere, was ich habe. Wo ich nicht weiß, woher ich es habe. Genau. Dann habe ich leer gemacht von The Body Shop. Einmal Shampoo, einmal Spülung. Das war eine tolle Kombi. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Haare dadurch den mega Kick bekommen hätten. Clearly Glossing, ja, vor Dull her. Hat gut gerochen nach Erdbeere, war im Adventskalender, fand ich toll. Aber ja, wo jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja, kauft ihr das für das mega teure Geld? Nö, das jetzt nicht. Aber es war angenehm. Es hat auch schöne Haare gemacht. Es hat, ja, meine Haare schön gemacht. Ja, das kann man wohl so sagen. Dann habe ich hier noch etwas von Dalton. Und zwar Comfort Clean Soft Skin Effekt, das Enzym Peeling. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin eher ein Fan von mechanischen Peelings. Ich bin nicht so der Fan von den Enzympeeling oder chemischen Peelings, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass irgendwas passiert. Ich muss aber hierzu sagen, dass es super geeignet ist für sehr sensible Haut, die ich nun mal habe, ne? Und ja, da hast du keine Irritation oder sonst irgendwas durch. Es ist eine gute Geschichte, wenn man sehr sensible Haut hat und wenn man diese mechanischen Peelings einfach nicht verträgt. Ja, das kann man auf jeden Fall abschließend dazu sagen. Genau. Dann habe ich hier etwas, ja, Fun Lag. Mund- und Nasenmaske, 5 Stück. Die habe ich gekauft im DM, war das, glaube ich. Da sind 5 Stück drin. Das hat irgendwie 2 Euro pro Maske dann ungefähr gekostet. Das ist eine weiße mit 3 Lagen, was ich echt gut finde. Und du kannst trotzdem darunter atmen. Echt klasse, kann ich sehr empfehlen. Wir brauchen es jetzt ja aktuell leider, ne? Dann habe ich hier von Rituals Cream on Nourishing Body Cream, The Ritual of Holy. Oh, das ist gut gerochen. Das war auch super angenehm. Im ersten Moment habe ich gedacht, uiuiui, das ist ja ganz schön sehr, sehr reichhaltig, sprich weiße Leine. Nee, oh, das riecht auch so gut. Ja, Parfümstoffe, hallo, aber ich mag das richtig gerne. Das hat mir gut gefallen. Schade, dass die Tube nur so klein war. Hat mir wirklich gut gefallen, ja. Cream on, Mann. So, die Dinger waren in der Lifestyle-Box drin und zwar von Now Brain Stimulation, dein natürlicher Wachmacher. Das sind so Tabletten gewesen, die für eine Woche gereicht haben, also 7 Dragés waren da drin. Ja, haben mich jetzt nicht irgendwie wacher gemacht, als ich durch einen Kaffee geworden wäre, sag ich mal, ne? Also würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, nein. Ja, oh, wir kommen zu einem traurigen Hinweis meinerseits. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon die Nexalotte in Anwendung habe. Fliegenfrei Mülltonnenhänger. Ne? Ich habe ja gesagt, ich berichte euch jetzt jeden Monat darüber. Wir haben Maden bei uns in der Biomülltonne, ja. Aber ich glaube, also da ich jetzt ja auch hier drin das Ding in den Biomülleimer gemacht habe, dass die Fliegeneier, wodurch die Maden ja gekommen sind, von im Haus gekommen sind. Also als ich den Müll rausgebracht habe, waren halt noch keine Maden drin. Das hat sich erst entwickelt, aber das braucht ja auch immer seine Zeit, bis überhaupt da Viecher reinkommen. Ich werde das jetzt noch weiter beobachten und lasse das jetzt auch noch weiterhin in meiner aufgebrauchte Kiste und werde euch in einem Monat nochmal berichten, ob wir dann immer noch Maden und Fliegen haben.
es ist eklig, darüber zu reden, aber ich finde es einfach super interessant und gut, darüber zu reden, Leute, weil jede Hausfrau freut sich darüber. Und ich bin zwar eine, also, ne, was bin ich denn? Ich bin schon eine Hausfrau, ja, auch wenn ich 31 bin. Irgendwo gefühlt bin ich schon ziemlich, ja, bin ich. Eine moderne Hausfrau. So, dann habe ich hier von Char White We Love To Make You Smile leer gemacht. Das ist so ein Kohlepulver gewesen. Nee. Im Leben nicht nachkaufen. Im Leben nicht. Merkwürdiges Gefühl, also, ne, war halt alles Schwatt am Mund, im Mund, was aus dem Mund rauskam. Das Waschbecken, unkomfortabel ohne Ende. Würde ich nicht empfehlen, nicht meine Welt. Das ist halt so ein Pöttchen gewesen, was jetzt ja auch leer ist. Und dann bist du halt mit einer Zahnbürste, wo du Zahnpasta drauf hattest, da reingedippt, hattest das dann oben on top drauf. Nein, nix für mich. Dann habe ich leer gemacht, Essence You Better Work Fixing Spray, Gym Proof, Tüdelü. Jo, das fand ich ganz gut, hat jetzt auch im Sommer ganz gut funktioniert. Also dementsprechend kann ich das jedem empfehlen, der Probleme hat mit diesem Hitzewetter und mit Schweiß und keine Ahnung. Also es hilft ja nicht nur, wenn du in ein Fitnessstudio reingehst, sondern es hilft auch einfach, wenn du schwitzt. Also für mich ist diese Essence-Reihe quasi die Sommerreihe von denen. Das gefällt mir einfach. Genau. So, eigentlich dachte ich, ich hätte hiervon noch eine zweite mit in meiner Aufgebrauchkiste. Habe ich aber nicht, denn ich habe zwei davon gekauft und ich glaube, das andere steht noch bei mir im Bett. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir von Rossmann oder DM, wo kommst du welche? Rossmann, genau. Die Under-to-wear mit Kompressionsfunktion Strumpfhosen geholt. In der Größe M, 40-42, in der Farbe Make-up. Die kosten 2,29 pro Stück. Da habe ich eine geteilte Meinung zu. Also ich finde sie, wenn ich die anhabe, toll. Man muss nur aufpassen, dass man die auch richtig rumträgt. Denn die haben tatsächlich Ferseneinkerbungen. Ja, da musste ich mich einmal auf Arbeit auch einmal komplett umziehen, weil das nicht so richtig funktioniert hatte. Genau. Es tut gut an den Beinen. Ich weiß jetzt nicht, was es mit diesem Kompressionsgedöns auf sich hat, weil da habe ich nichts von gemerkt. Positiv. Dieser Teil, wo der, also von den Oberschenkeln quasi, ist sehr dezent. Also ich habe das manchmal bei Strumpfhosen, dass der zu tief sitzt oder dass es zu sichtbar ist, dass es vielleicht sogar durch irgendwelche Kleider durchscheint. Hier überhaupt nicht. Also das finde ich klasse. Die würde ich dann auch dementsprechend voll wieder empfehlen. Ich habe zwei davon geöffnet und quasi aufgebraucht. Ne? Eine habe ich wirklich aufgebraucht, weil ich habe direkt morgens eine Laufmasche reingekriegt. Boah, habe ich mich geärgert. Es war ganz frisch. Die war noch nicht gewaschen, noch nix. Direkt Laufmasche drin. Und das einfach nur von einem Fingernagel. Aber gut. Und eigentlich 40D, die ist eigentlich perfekt von der Dicke her. Ich fand die Farbe auch super. Die war jetzt nicht zu dunkel für mich, weil ansonsten sehen meine Beine einfach viel zu gebräunt aus, was sie einfach nicht sind. Sie sind kalkweiß, ist es nun mal so. Ja, ich fand die klasse. Also die würde ich für mich auf jeden Fall nachkaufen. Ja, auch wenn die eine gerissen ist, ne? Juti, dann haben wir leer gemacht von Evelyn für 150 Wattestäbchen. Das sind einfach diese hier gewesen, die benutzen wir, ja, für die Ohren. Ist gut. Was soll ich dazu sagen? Mit den Kram. Etwas, was ich leider nicht verwenden kann, weil ich das einfach nicht hinkriege. Lavera Naturkosmetik Body Lotion. Vitalisierend mit Bio-Orange und Bio-Sanddorn. Habe ich von der lieben Eva zum Geburtstag bekommen. Ich habe damit leider ein Problem. Zum einen finde ich den Duft furchtbar, zum anderen weiß ich die so unfassbar krass. Also ich kriege die einfach, ich habe da keinen Spaß mit. Und ich habe einfach, weißt du, wenn ich abends mich dusche, dann wasche ich mir den ganzen Rotz vom Tag runter, um mich gut zu fühlen. Und wenn ich dann etwas habe, was mir vom Duft nicht gefällt oder was halt nicht richtig funktioniert auf meinem Körper, dann will ich das nicht verwenden. Deswegen, das wird mich jetzt leider verlassen. Das habe ich jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Tage habe ich das verwendet und ich fand es nicht gut. Nein, mochte ich nicht. Dann habe ich etwas verwendet, was ich hingegen sehr gut fand, und zwar mein Lieblingspeeling. Körperpeeling, und zwar von Dove, das Creme-Dusch-Peeling Macadamia und Reismilch. Ja, das habe ich von der lieben Marie bekommen. Es steht hier nicht drauf, aber ich glaube schon, dass ich das von Marie gekriegt habe. Ne? Ich glaube schon. Ich mag das, ich mag den Duft, ich mag die Peeling-Wirkung. Das ist ein mechanisches Körperpeeling, was sich einfach toll auf der Haut anfühlt, was die Haut schön gepflegt aussehen lässt und einfach die ganzen abgestorbenen Hautschuppen entfernt und die Haut toll macht. So, dann habe ich hier etwas, was hingegen nicht so unbedingt geil war. Von My Little Beauty Scrub Me Tender Gommage Corps et Cheveux. Genau, das war ein Körperpeeling und Kopfhautpeeling aus der My Little Box. Ich habe das verwendet auf der Kopfhaut und Leute, nein.
einfach nein. Das musst du vor dem Shampoonieren verwenden, weil du ansonsten fettig des Todes aussiehst. Das ist einfach übel. Mir sind so viele Haare dabei ausgefallen. Never. Never again. Also ich habe das zweimal verwendet, an einem Dienstag und an einem Freitag, weil ich erst dachte so, huch, was ist das denn? Ne? Weil ich habe das drauf gemacht, habe das dann entsprechend einmassiert und habe das dann abgespült. Und dann bin ich so mit den Händen durch meine Haare und hatte so viele Haare in meiner Hand und dachte so, what zur Hölle ist hier los? Ne? Es kam einfach hiervon. Ja, habe ich dann am Ende als Körperpeeling weiterverwendet. Positiv daran war halt wirklich, dass du so einen leichten, gepflegten Film hast auf der Haut, was gut war. Ja, aber ich finde das von Dove einfach immer noch viel besser. Genau. Ja, deswegen nein. Nein. Ich blende jetzt auch mal ein, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht natürlich in der Infobox. Ich habe es eben schon angemerkt und zwar verwende ich ja auch feste Shampoos. Das mache ich immer im Wechsel. Einmal ein festes Shampoo, einmal ein normales, reguläres aus der Tube Shampoo. Das aus der Tube Shampoo habe ich euch ja gezeigt und das, was ich jetzt aktuell in Anwendung habe, ist das feste Shampoo von Schauma. Habe ich letztens erst geholt und ich finde es so toll. Das ist die Limited Edition Meerestraum feste Shampoo-Feuchtigkeit. Leute, das ist so toll. Es pflegt die Haare, es fühlt sich richtig gut an und es macht wirklich so viel Tolles. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ein festes Shampoo mir mal so gut gefällt. Einziges Manko, hier hinten steht zwar drauf, dass ein festes Shampoo zwei normalen Shampoos entsprechen soll. Leider nicht. Also bei mir braucht es sich irre schnell auf, weil das so unglaublich weich wird, wenn das in Kontakt mit Wasser kommt. Und ich habe das feste Shampoo in so einem Seifensäckchen hängen, was halt bei uns unter der Dusche ist. So, und das weicht halt enorm durch. Und jedes Mal, wenn ich duschen gehe, merke ich einfach, wie es extrem schnell weniger wird. Ne? Also das ist leider so und frei von Silikon und Paraben, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob meine Aufbewahrungsart die richtige ist, weil es dadurch extrem schnell aufgebraucht wird. Das will ich nicht, weil das finde ich echt klasse. Dieses Produkt von Tauoasis habe ich leer gemacht. Schlafgut, der Schlummerduft. Genau, das ist einfach ein Tuch gewesen. Das ist toll und hilfreich, um das einfach mal so zu sagen, weil ich mir das einfach so an mein Bett gelegt habe und dann riecht man diesen Duft. Das ist sehr intensiv orangig, also sehr wenig Lavendel, sehr viel Orange. Das heißt, vielleicht sollte man das nicht direkt neben das Bett legen, sondern vielleicht etwas davon entfernt, weil die Duftintensität ist dann doch etwas krass. Ich mag ja nicht so gerne Orangenduft. Für jemanden, der so gerne Orangenduft mag, ist es wahrscheinlich das Produkt des Tages. Genau. Also, hat mir gut gefallen. Ich habe mich gefreut. Es war in der Tao-Box drin. Und hilft auf jeden Fall gut beim Einschlafen. Ne? Dann habe ich ein Produkt leer gemacht und zwar ein Gesichtsreinigungsöl. Das ist von Natural Honest Labs, das Cleansing Face Oil Gesichtsreinigungsöl. Genau, das ist dieses Produkt. Ja, wo hatte ich das denn mit drin? War das nicht in dieser Glossy Box Natural Edition oder sowas? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber auf jeden Fall war das ein schönes Gesichtsöl, was ich auch dann an die liebe Mrs. Rosa Rot weitergeben würde, wahrscheinlich von der Verpackung her, wenn sie es haben will. Das ist vegan, cruelty-free, planet-based und 99% organic. Ansonsten alles hundertprozentig, genau. Ja, hat sehr, 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 sehr gut Make-up entfernt. Vor allem wasserfeste Mascara. Ein Traum, dieses Produkt, ich sag euch das. Und ich bin da wirklich mir dann über mein Gesicht gegangen. Und bei den Augenbrauen, wo ich ja zum Beispiel den Benefit 24 Hours Brow Setter drauf habe, was ja so ein ganz hartes Gel wird, und bei der Mascara habe ich richtig gemerkt, wie das gemacht hat, dass die Produkte dann so ein bisschen geklumpt haben und sich dann mega schön gelöst haben. Also richtig, richtig gut. Kann ich voll empfehlen. Ich bin dann meist noch halt unter der Dusche mit einer Gesichtsreinigung drüber gegangen, einfach um nochmal das Öl runterzuwaschen, um die Haut auch porentief zu reinigen. Aber das hier war schon eine gute Geschichte. Also ich werde jetzt auch auf jeden Fall mir immer ein Reinigungsöl auch mit ins Bad stellen, neben einer normalen Cleansing-Geschichte. Ne? Das finde ich echt geil. Dann habe ich hier noch etwas von Dalton und zwar waren das hier Algal Skin Food, die Ampoules Collection. Das ist diese hier gewesen. Da sind die Ampullen jetzt nicht mehr drin. Die liegen hier
Die hole ich gleich raus. Genau, die habe ich einzeln aufgebraucht. Dazu mehr in meinem Dalton-Test-Video. Einfach nur so als kleine Zusammenfassung. Mir haben die Dalton-Ampullen richtig, richtig, richtig gut gefallen. So. Ja. So viel Müll hier. Ja, dann nochmal leer gemacht. Die Sanutakt Bierhefetabletten. Natürliche Bierhefe, das sage ich immer wieder, das zeige ich immer wieder. So eine Nahrungsergänzungsgeschichte, die ich einfach klasse finde, weil sie einfach 100% natürlich ist, Leute. Ich finde es geil. So, gut für Haut, Haare, Nägel, ne? Dann habe ich hier noch etwas leer gemacht und zwar von Manakata. Ich liebe das Manakata-Puder. Ja, ich sag's immer wieder, ne? Relax Renewing Body Butter. Das ist dieses hier gewesen. Das war eher so ein Body-Soufflé und weniger eine Body-Butter. Aber es hat schön gepflegt, es hat nicht geweißelt, das war toll. Es hat richtig toll gerochen. Das ist halt sehr blumig vom Duft hier. Das ist voll mein Ding. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand den Pott ein bisschen billo dafür, dass das Produkt ganz schön teuer war. Aber es war halt in der Box mit drin. Würde ich mir im Leben nicht kaufen, ne? Also, nee. Freue mich immer, wenn sowas in Boxen drin ist, weil da macht man einfach einen Schnapp. So. Ja. Ich habe eben schon drüber geredet. Hier haben wir ihn drin. 24 Hours Brow Setter von Benefit habe ich einen leer gemacht. Finde ich einfach klasse. Kann ich sehr empfehlen. Tackert dir die Augenbrauen fest über den ganzen Tag. Und ja. Hält dann dementsprechend auch die Farbe von den Augenbrauenprodukten, die du drunter gegeben hast. Sehr gut. Geiles Teil. Dann haben wir hier die ganzen Ampullen. Die brauche ich jetzt aber nicht zeigen. Die kommen einfach in Müll. Ne? Das ist Blödsinn. Was mir echt wehgetan hat in der Seele, Clinique Pepstart Pout Perfecting Balm. Das ist dieser hier. Der ist mir irgendwie gekippt. Ich habe den, ich habe eigentlich so eine Box, wo ich quasi meine Lippenpflegeprodukte drin habe, die ich dann rausnehme, um sie entsprechend zu verwenden. Aber ich habe den ein paar Mal verwendet und der riecht einfach so dermaßen nach Wachsmalstift. Boah, das stinkt. Der ist hinne. Der ist wirklich hinne. Da habe ich nicht viel von verwendet. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil der eigentlich ganz gut war, ne? Schade. So, irgendwo noch einen Platz finden dafür. Dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht, was ich total klasse fand. Von Hask das Arganöl from Marokko. Das ist dieses Jahr, habe ich von der lieben Jule zum Geburtstag bekommen. Ich habe ja eigentlich meins von Velas im Badezimmer stehen, aber das hier war so schnell leer. Ich habe es auch heute noch wieder drin in den Haaren. Also das von Velas habe ich jetzt drin, weil das hier ist dann irgendwann leer gegangen. Richtig toll. Repairing Shine Oil. Ich kann euch meine Haarroutine hier oben verlinken, wenn ich noch Infokarten habe. Ich will euch immer so viele meinen Aufgebrauch-Videos verlinken, Leute. Auf jeden Fall war das gut. Das mache ich mir in die Haarspitzen ab und an mal rein. Und das gefällt mir ganz gut, weil das einfach die Haare nährt, ne? Dann habe ich leer gemacht von Grow Gorgeous R&R Rescue Repair Conditioner for Damaged Hair. Ja, der war so ein bisschen, hat mir das Gefühl gegeben, als würde ich gerade zum Friseur gehen und dann wieder nach Hause gehen. Ja, der war ganz gut. War aber nichts ultra krasses, was ich nachkaufen würde, ist glaube ich ziemlich teuer. Dann habe ich von René Futera oder Futera Carité Hydra Ritual Hydration Shampooing leer gemacht. Das ist ein Shampoo. Genau. Ich mache mir ja tatsächlich jeden Dienstag und jeden Freitag eine Haarmaske und ein Peeling und allen möglichen Kram. Und da verwende ich dann immer ein anderes Shampoo, als ich es normalerweise mache. Und dann nehme ich meistens diese kleinen Produkte, die in Adventskalendern drin waren oder in Beautyboxen oder so, weil es einfach passt. Genau. Jo, und das habe ich gerne verwendet. Das war halt ähnlich wie das Grow Gorgeous, ne? Halt eine kleine Geschichte, die relativ teuer ist. Atme. Hat meinen Haaren aber ganz gut getan. Es tut meinen Haaren vor allem ganz gut, wenn man das einfach mal als Abwechslung auch hat, ne? Weil die Haare ansonsten sich zu sehr an die alltägliche Pflege gewöhnen. Haare brauchen das nämlich, dass sie Abwechslung bekommen. Ansonsten haben sie, ja, kann man sie, also sind sie zu sehr daran gewöhnt und das tut den Haaren nicht gut. Und es tut ihnen gut, wenn man die Abwechslung gibt. Das nur als Info. Aber das habe ich auch schon mal gesagt und viele haben gesagt, dass sie das jetzt auch probieren und dass sie da auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht haben. Finde ich voll klasse. Dann von Dalton Sensitive Care Derma Balance Cream Rich, habe ich ja eben schon auch von erzählt. Auch ein solides Produkt, hat mir gefallen und habe ich als Nachtcreme verwendet im Wechsel und die war gut. Ja. Die war halt reichhaltiger und deswegen besser. Und die habe ich auch am Anfang dieser Dalton-Testreihe als Maske verwendet und also ein bisschen dicker aufgetragen und dann nachher mit dem Gedöns runtergenommen, mit dem Pad. Ja, war gut. Ja. Dann habe ich noch ein Produkt leer gemacht von La Roche-Posay, das Postelios. Was war das? Après Soleil, oh ja. Ja, ich hatte einen mega krassen Sonnenbrand und das musste helfen. Hat nicht so gut geholfen wie am Ende meine Aloe Vera Pflanze. Ja, das war eigentlich das Allheilmittel, Leute.
manchmal muss man gar nicht sowas in Tuben kaufen. Aber das war gut, ne? Also es war ein schönes Gel, das hat schön gekühlt, es tat weh wie sonst was, weil mein Rücken tat weh wie sonst was. Ich konnte keinen BH tragen, ich konnte mich nicht hinlegen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe die T-Shirts von meinem Freund getragen. Ich bin, oh, dämlich bin ich. Leute, das war gerade voll creepy. Meine Kamera hat noch 5 Minuten aufgenommen, nachdem ich den Akku gewechselt habe, und dann ist die einfach ausgegangen und ich weiß gar nicht mehr, welche Produkte ich in der letzten Zeit gezeigt habe, und die sind jetzt leider gelöscht. Oh, egal, wir kriegen das hin, auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren zuletzt bei diesem Produkt. Ich hasse es, ich hasse die Technik manchmal, egal. Es war Dämlichkeit, und das Einzige, was mir persönlich geholfen hat, war nachher, dass ich meine Aloe Vera Pflanze genommen habe, ihre Blätter entfernt habe und mein Freund sie auf meinen Rücken gemacht hat. Also ich habe das Gel dann rausgelöst und dann haben wir das auf meinen Rücken gemacht, hat geholfen. Ja, ich bin halt sehr, sehr sonnenempfindlich. Ich glaube, die letzten Produkte, die ich so gezeigt habe, waren aber auch schon interessant. Die Augencreme von Dalton, die Q10 Cell Energy Eye and Lip Contour Cream, die ist an und für sich eine gute und pflegende Geschichte. Ja, ich habe halt eine Creme, die ich noch an Ticken lieber mag, und das ist die Clinique All About Eyes. Das wisst ihr, mein All-Time-Favorite, und ich liebe sie über alles. Ist halt einfach so, dass da mal irgendwas anderes rankommt, ist schon schwer, auch wenn die hier super pflegend war. Ne? Die war sehr reichhaltig, sehr angenehm, ist gut eingezogen, war aber trotzdem reichhaltig, ne? Gerade über Nacht war das eine ganz tolle Geschichte, auch über den Tag, also das war schon eine coole Sache, ja, definitiv. Also das ist auch etwas, was ich empfehlen würde. Wohingegen ich das hier als Flop-Produkt gesehen habe von Dalton aus meinem Test halt, ne? Das ist Derma Control Clear Skin SOS Spot Concentrate. Die habe ich mir immer wieder aufgegeben, wenn sich Unreinheiten angekündigt haben, wenn Unreinheiten da waren, wie auch immer. Ja, das hat nicht geholfen. Also das war halt irgendwie Alkohol pur. Es hat schon geholfen, dass das Ganze irgendwie desinfiziert wurde. Aber es hat nicht geholfen, dass die Pickel verschwinden. Und das war irgendwie ein bisschen, Also da hat zum Beispiel die Luvos Heilerde Antipickelmaske sehr gut geholfen. Das hier hat im Prinzip das Desinfizieren vorab gemacht. Und alles, was du danach aufgegeben hast, war dann halt quasi irgendwas anderes gegen diese Viecher da unten. Ja, ist mir so. Aber ich meine, gegen hormonelle Geschichten sage ich ja auch immer wieder, kannst du nicht viel machen. Was hatte ich denn noch? Etwas, was ich aufgebraucht habe, was ich aber total klasse fand, ist von Yves Rocher Base SOS Resisté. Das ist ein Basecoat, und ich verwende immer einen Basecoat, dann verwende ich Farbe und dann verwende ich einen Topcoat, und dadurch halten meine Nagelgeschichten halt einfach auch eine ganze Weile. Jetzt aktuell trage ich gar nichts, ich wollte mir heute Abend mal so ein bisschen die Nägel machen. Ja, aber ist eine gute Geschichte gewesen. Also ich habe auch immer wieder Basecoats, das war jetzt im Adventskalender mit drin. Hier mochte ich sehr, sehr gerne den, wie heißt das, Applikator. Der hat halt wirklich auch ein schönes Bürstchen, ne? Hat mir gut gefallen. Ganz kleines bisschen ist hier tatsächlich gerade noch runtergelaufen, aber da kannst du nicht viel von gewinnen. So, was ich glaube ich auch noch gezeigt habe, ist hier von Julifin das Nagelöl mit Zitronengras. Habe ich glaube ich auch von Jana White's One Beauty bekommen. Das fand ich, also ich gebe mir die Nagelöle immer abends auf meine Fußnägel, damit sie halt nicht einwachsen. Weil ich habe da leider echt Probleme mit, gerade so mit den dicken Onkels. Die wachsen bei mir einfach schnell ein. Und damit da halt alles ein bisschen gepflegter ist, gebe ich mir Nagelöl auf, massiere das schön in meine Nägel und auch in mein Nagelbett ein. Ich finde einfach, dass das Julifin nicht so gut war wie zum Beispiel das von Essence. Das von Essence finde ich einfach noch ein Stückchen besser. Deswegen würde ich das hier aufgrund des Preises auch, und ich glaube aufgrund von, man kriegt das auch einfach nicht mehr, gar nicht nachkaufen. Ja, ich glaube, den Rest habe ich euch gezeigt. Ansonsten sehe ich es beim Schnitt. Dann werde ich das entsprechend einfach für den nächsten Monat aufbewahren und da nochmal was zu erzählen. Und das war jetzt tatsächlich mein aufgebraucht Video. Also die Produkte sind jetzt alle leer gegangen, und ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich mich nämlich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!